So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Sims 4. Mein Handy hat angefangen zu bekommen, bestimmt Nachrichten. Ja. Man glaubt im Hotel gleich eine hübsche Frau zu schlafen. Also mit einem Hotel. Geil. Da bin ich zurückgekommen. Hier geht es eigentlich relativ gut bestimmt. Ja, Energie ein bisschen niedrig. Kann man ja hier ein Nickerchen machen, mal draußen. Ist ja schönes Wetter. Sowieso die Zeit ein bisschen schnell vorbei. So, Tali ist munter. Sie muss bitte das aufräumen. Dann putzen mit Elan. Schnell duschen. Und dann verwenden. Obwohl, eigentlich brauchst du es nie so richtig. Sie müsste dann schlafen gehen. Sobald er von dem Schlafsäcken da oben runter ist. Steht das hier eigentlich? Eingeschlafen plus 10. Aha, okay. Die ist bald fertig. Beide sind gleich fertig. Naja, okay, dauert noch ein Momentchen. Teilweise Verbesserung moderner. Ja gut, wir haben keine modernen unbedingt. Also wenn sie bitte dann. Nee, das bist du schön. Wie verrückt auffischen. Nein, du sollst das nicht essen. Du sollst es wegwerfen. Aufräumen. Wenn sie auf das Bus reparieren. Also wenn sie der repariert. Halt, stopp. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir machen ganz ruhig. So, räumt erstmal auf. Wenn sie munter wird, geht er duschen. Nimmt sich dann was zu essen von hier. Sie ist sehr unwohl. Warum auch immer. Also hungrig, ja. Schmerzen haben. Ja, ich habe sie vielleicht ein bisschen zu viel. Danach geht sie bitte. Achso, sie kann ja jetzt gerade nicht duschen gehen. Sie muss bald in die Schule. Sie muss bald in die Schule. Ach du, das geht ja eigentlich. Seit wann hat ein Dings. Ja, wenn sie steht auf. Wir müssen das Ding unbedingt reparieren. Und sie hat natürlich nur für sich selbst gekocht. Geil. Kochen. Ach, man hat einen Grill gehen. Also Einzelportionen. Spaß soll er haben. Mit der Nacht, achso, der kann ja jetzt. Ich kann das ja noch nie ausbilden. Wenn sie repariert, bloß die Scheiße. Jetzt. Achso, das hier noch aufheben. Reparieren. Kriegt das Menzi nicht hin? Stopp. Sie muss unbedingt duschen. Sie muss unbedingt duschen. Danach muss Menzi duschen. So. Und sie ist bei der Schule. Stopp. Vorlenzen, fleißig lernen, Freundschaft schließen. Weil lässig lernen. So. Oh. Heute wurde die Post zugeschickt. Oh, fuck. Oh. Du stehst bitte auf. Du gehst bitte richtig schlafen. Muss ja wenn dann schon sein, dass man richtig schlafen. Menzi, hast du eigentlich schon was gegessen, ja? Essen. So. Und Menzi muss eigentlich gleich auf Arbeit, deswegen Alex. Ja, da haben wir's. Wann muss sie wieder gehen? Sie ist in 8 Stunden.
Das heißt, eigentlich sind dann fast alles. Nee, die kommen dann eigentlich alle wieder, wenn sie geht. Sie muss dann auch noch auf die Blase gehen. Vielleicht nochmal duschen gehen. Und dann mal auffischen. Der geht ja wirklich alles kaputt. Bei drei Leuten ist es wohl ziemlich schwer, die Bude in Ordnung zu halten, fällt mir gerade auf den Sims. So, Hunger hat sie nicht. Olivia, Schokolade kann... Noch befriedigend? Hat sie jetzt neue Kontakte? Nö. Sie hat keine Kontakte. Geil! Ich find's auch geil, dass die Teenagerin so groß ist wie die junge Erwachsene. Das ergibt Sinn in dem Spiel. Ja, okay, kommt davon nicht an. Menzi, du musst außerdem fleißig arbeiten heute. Muss dabei Spiel umstellen? Nee. Ich wollte gerade was gucken. Dann repariert bitte, machen Sie das. Sie übt noch, sehr gut. Sie isst was, sehr gut. Die Sims kümmern sich ja. Ich weiß nicht, warum ich mir Sims eigentlich gekauft habe. Sims ist ein Spiel, da kümmert sich von allen alleine. So, meinen Sie kommt, sie geht, geil. Sie ist inspiriert. Ja gut, sie hat doch gespielt gehabt. Und fleißig arbeiten. Sie fühlt sich wieder ganz unwohl. Innen kalt wegen Mikrowelle. Gericht. So, sie ist ja noch munter. Das sind ja Bonuspunkte hier. So, 150, 300, 900. Bestreben wählen. Ach so, das ist das. Drei Freundnamen. Wie sieht es bei Menzi aus? 1000 für Kindersachen ausgeben. Ein örtliches Tier hat Hardy eingeladen, seine Spendenaktion zu moderieren. Aber sie hat vergessen, sich vorzubereiten. Soll sie im Internet nach Tierwitzen suchen oder improvisieren? Bitte nicht suchen. Alles gut. Die Leute sind ganz aus dem Häuschen. Hier voll immer. Geil. Das ist ja was Gutes. 300 habe ich. Ja, siehst du das, was man eigentlich von der Dings mit hatte. Braucht Vergnügen. Vor allem Sehnsucht. Ja, wenn sie bekommst, wird irgendwann mal jemand Süßes mit noch rein. Dafür müssen wir irgendwelche loswerden. Das wird viel zu eng dafür. Oh, zwei Türenteile. Was kommt noch? Ein schönes... Da können wir noch, die Toilette verbessern? Ja! Teile plündern und wegwerfen. Sieh mal freiwillig hier rausgekommen? Aber am Wochenende nicht? Willst du mich verarschen, Spiel? Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Wow! Ist das geil. Das ist ein geiler Schlafanzug, muss man sagen. Das sieht gut aus. Gefällt mir. So, wir haben uns abgeschlossen. Ja, dann sollst du mal das hier in dein Inventar platzieren. Und wegwerfen. Na, oh fuck! Was hat sie's? Nee. Dann ist es eben so. Was haben wir? Wir haben hier drei gewöhnliche Türenteile drin. So richtig was verbessern will ich eigentlich nicht. Wo kann man den Computer verbessern? Kann ich noch was halt verbessern? Oh, der braucht natürlich Geschicklichkeit so hoch. Jetzt kriegen wir mal mit irgendwas die Geschicklichkeit nach hoch. Nehmen wir noch einen Anfänger zu nehmen. Sims selber. Sind 27 Dollar, aber... Puh,
Was jetzt, Schatz, war nicht teuer. Ich muss dran denken, ich muss in einer Stunde auf Arbeit. Wenn ich dann irgendwie mal da liege und schlafen will, dann liege ich auf der Arbeit. Aber Leute, das kommt uns nächsten Part an, ob ich liegen bleibe. Ach, sieht er, jetzt können Sie schlafen gehen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir Moment nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.